Tentatis, was ist das denn? Sauberes, cremefarbenes Kleid. Ja. Brauchen wir auch. So. Als Mann, ne? So, da ist Cosworth, der will wieder sprechen. Aber wir gucken uns erst noch mal hier um. Da können wir nicht rein. So, man weiß, ob hier Bläfliegen sind. Deswegen habe ich schon mal den Schlagstock ausge... Den nehmen wir natürlich mit. Terminal. Terminal. Passwort erforderlich. Ja, toll. So. Wähle mit linke Maustaste ein mögliches Passwort. Ist ein gewähltes Passwort nicht richtig, wird die Zahl der richtigen Buchstaben sowohl die Position als auch Buchstabe selbst auf dem Bildschirm angezeigt. Okay, also wir brauchen eins mit 4 Stück. Hör zum Beispiel. T scheint richtig zu sein. Am Ende ein T. Loot. So. Haben wir denn hier noch irgendwas mit OT am Ende? Ach, das sind die Versuche. So, Treffer 0. Treffer 1. Wir hatten da genommen... Hört, ne? T. Treffer 0. Sperre einleiten. Verdammt. Dieses Terminal wurde gesperrt. Es wird in 10 Sekunden zurückgesetzt. Alles klar. Dann warten wir eben. Entsperren. So, das will ich jetzt mal wissen, wie das geht. Hey, das sind ja andere Wörter jetzt. Auch das ist ja scheiße. So. Jawohl. So, Sanctuary Hills. Di Pietro. Er ist völlig mit den Nerven fertig und muss sich dringend entspannen. Das sage ich ihm schon die ganze Zeit und biete ihm sogar Hilfe an. Aber bis jetzt keine Chance. So wie er aussieht, behandelt er sich selbst mit einer Kuchendiät. Baker. Der beste Scheißjob mit Aluhut. Bringt Kohle für 7 Ampullen Daytripper die Woche. Pfeift sich bestimmt jeden Tag eine rein. Alles, was recht ist, um in die Gänge zu kommen. Rosa. Versuche immer noch, ihr etwas fortzubesorgen. Hätte nicht erwartet, dass es von der Rationierung betroffen ist. Aber es ist, wie es ist. Johanni. Er ist scharf auf einen Stoff, der sich Psycho nennt. Keine Ahnung, ob es das Zeug wirklich gibt. Und falls ja, will ich wirklich, dass dieser Neandertaler es sich reinschmeißt? Ich schätze, alles hängt davon ab, wie viel er davon dafür hinlegen will. Ich fühle mal bei meiner Armee-Collection vor. Vielleicht bringt das ja was. Und Russell. Sie schulden mir noch immer Geld für die letzte Lieferung Pixel. Dabei bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob die wirklich für sie war. Denn, so wahr mir Gott helfe, wenn ich rausfinde, dass sie diese Hunde aufgemotzt haben, werden wir über mehr reden müssen als die Kohle. Aber über das Reden sind wir wohl sowieso schon hinaus. Ich weiß, dass sie einen Bodensafe da drin haben. Ich habe ihn gesehen, im großen Schlafzimmer, unter der Kommode. Dürfte kein Problem werden, den zu knacken. Russell. Okay. Nein, da will ich nicht hin. Zurück. Concord. O'Keefe.
zieht sich nach wie vor ein paar Delios die Woche rein. Ist zwar ein affektiertes Pseudo-intellektuelles Arschloch, aber er zahlt gutes Geld. Williams. Er will Mad X, so viel ich kriegen kann. Hat mir nicht gesagt, warum. Geht mich ja auch nichts an. Bestimmt irgendeine langfristige Schmerztherapie. Ist er krank? Anders. Kinder sind eigentlich ein No-Go, aber dieses Mädchen hat einen gewissen Stil und sie will partout nichts einschmeißen. Hat 20 Blutpakete bestellt für irgendein Halloween-Gag oder so. Oder sie ist wirklich ein Vampir. Was interessiert es mich? Ist ja das Geld ihres Vaters. Alles klar. Boston. Isaacs. Student am CIT. William Daytripper. X-Cell und eine ganze Palette. Ja, Palette. Mantats. Ich weiß nicht, ob er irgendwelche verrückten Experimente plant. Das Zeug an die anderen Eierköpfe verschenkt oder kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht. Ist mir auch egal, solange er gutes Geld zahlt. Wart. Junges Ehepaar holt sich jede Woche ein paar Daytripper. Kleine Mengen, coole Leute, keine Probleme. McDormand. Bulle. Schon ewig bevoren Kunde. Habe allmählich Probleme mit dem Nachschub. Ist viele Jahre gut gegangen. Ich hasse es, die Sache beenden zu müssen. Aber ich will nicht riskieren, dass er auf einmal einmal gesetzestreu wird, wenn er nicht kriegt, was er will. Wäre sehr schlecht für mich. Und Sepulski. Die alte Dame hat ihre Daddy-O-Bestellung aufgestockt. Merkwürdig, aber profitabel. Und sonstiges? Malcolm. Potenzieller neuer Kunde in Charleston. Verlangt Mad X. Wirkt seltsam panisch. Vielleicht ein zu ehrgeiziger Bulle? Muss vorsichtig sein. Und Duchenne, Unterwäschemodel von Bointy. Hübsch, intelligent, ziemlich durchgeknallt. Hat immer nur Steampacks bestellt. Mindestens 10 pro Woche. Meine Fantasie spielt verrückt. Aber und du. Gut, haben wir ein bisschen Informationen erhalten. Was haben wir da? Provisorische Bombe. Entschärfen. Stimmt ja, nehmen wir mal mit. Ist hier noch irgendwas drin? Safe. Ich ja jetzt erst. Ach so. Zack. Oh, die war gebrochen. Die auch. Offen. So. Patrone, Patronen. Schicke Haarbürste. Schrotpatronen, Vorkriegsgeld. Gut. Gewicht haben wir jetzt 100 von 250. Alles klar. Falschen Knopf gedrückt. Da ist nichts drin, hier auch nicht mehr. Stopp, stopp, stopp. Oh, die da, du. Küchenwaage. Ah, lassen wir erstmal liegen. Sind wir. Da hinten kommt man nicht rein, das heißt, hier müssen wir jetzt Kakerlaken. Kakerlaken. Zack. Zack. Oh, Level Up. Was haben wir denn da? Erste Hilfe, jawohl, aufbereitetes Wasser, sehr schön. Da was? Nein. Hallo?
Nein. So, offen. Ein Smoking. Ach ja. Ein Smoking haben wir gefunden. Hier haben wir nichts drin. Da liegt was drin. Kühlschrank öffnen. Le Nuke Sherry. Jawohl. Und Jum, russische Eier. Alles klar. Erst beschießen sie uns mit Bomben und dann geben sie uns die Eier. Was haben wir hier hinten noch? Nix. Würde ich mal sagen. Oh, der beste Freund des Hundes, des Menschen. Da liegt doch noch ein Schraubenzieher. Jetzt haben wir noch mal einen Koffer. So. Da scheint nichts und niemand drin zu sein. Eine Blechdose. Eine New Cola Flasche, eine leere. So, Kaffeekanne. Schau mal da. Kronkorkenvorrat. Jawohl. Immer her damit. Immer her damit. Bin der neue Sheriff der Stadt. So, dann können wir jetzt mit Cosworth reden. Ach so. Sagen Sie Bescheid, Sir. Dann initiiere ich meine Hab bereits gesucht. Cosworth, ich habe schon gesucht. Sie sind nicht hier. Dann sind Sie wirklich fort? So, was jetzt? Sean ist da draußen. Zeitverschwendung. Okay. Also, Sean ist da draußen. Unser Sohn geht ja wohl über alles. Sean ist da draußen, Cotsworth. Ich muss ihn finden. Was ist mit Concord, Sir? Da gibt es viele Leute. Beim letzten Mal haben Sie nur mit Stöcken auf mich eingeschlagen, bevor ich nach Hause laufen musste. Du bist nutzlos, danke, Cotsworth. Erstmal, was ist Concord, beziehungsweise was weißt du darüber? In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig verunglückt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke aus dem Viertel raus und an der Abgeschlossen, jawohl. Station vorbei. Zieh dich in Concord um. Machen wir. Wo ist eigentlich dieses Teil da, was der anzeigt? Eine Statue oder so. So, da waren wir drin, oder? Nein, war man nicht. Die steht wieder auf. Die steht wieder auf. Bleibst du mal liegen? Ja, hallo? Ach, ich habe die irgendwie gepackt. Und ich habe gedacht, ich stehe wieder auf. So, schau mal da. Nichts. Kühlschrank öffnen. Leere Milchflasche mitnehmen. Das mitnehmen. Was ist das eine Su? Eine Mitnehmen-Orgie hier in dem Game. Da. Captain Cosmos. Tuesday at 8 p.m.
Okay. Fly me to the moon. La 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 la. Ich habe einen hier. Splittergranaten. Jawohl. Strohkissen. Um Granaten zu werfen oder Minen auszulegen, rüsten sie über den Pitbull aus und halte gedrückt und lass wieder los. Alles klar. Bis ich das irgendwann mal mache, habe ich die vergessen. Ach, sieht schon geil aus. Sieht schon geil aus. Und das, obwohl wir die Grafik leider haben runterschrauben müssen. So, ein Raider, okay. Doppelläufige Schrotflinte, jawohl, jawohl. Fleisch von Mischlingshund. Oh. Kreuzschlüssel, nehmen wir auch mit. So, jetzt warte mal eben. Wir verkleiden uns mal ein bisschen. Diverses. Sean und ich müssen dir nicht sagen, was für ein toller Vater du bist. Aber wir machen es trotzdem. Du bist nett und liebevoll. Und lustig, ja. Ganz genau. Und geduldig. So geduldig. Echte Engelsgeduld, wie meine Mutter immer gesagt hat. Jetzt mit Sean, wo wir alle zu Hause sind. Das war wirklich ein wundervolles Jahr. Aber ich weiß, dass unsere besten Zeiten noch vor uns liegen. Es wird sicher Veränderungen geben. Dinge, an die wir uns gewöhnen müssen. Du wirst wieder ein ganz normaler Zivilist. Und ich staube mal mein Jura-Diplom ab. Aber bei allem, was wir tun, ganz egal wie schwer es auch wird, wissen wir immer, dass wir es gemeinsam als Familie tun werden. Und jetzt sag auf Wiedersehen, Sean. Tschüss. Sag tschüss. Bis dann, Schatz. Ui, das ging jetzt ans Herz. Ein Flashback aus der Erinnerung quasi, auch wenn wir es vorher noch nicht kannten. So, was haben wir denn im Ordner stehen? Nix. Hey, rote Gefahr. Ach, das ist das Spiel. Ist ja genial. Kann man dann immer noch zocken. Junge, Junge, Junge. So, aber ich sehe gerade was anderes hier unten. Level up. So, Meisterhändler. Du, was? Ach so, das ist, was wir hier sind. So, wir können unsere Stärke auffüllen. Wahrnehmungstraining, Ausdauer, Charisma, Intelligenz. So. Was ist das hier? Revolverheld. Meister. Vance, lass dich von Voltec leiten. Der Weg zum nächstgelegenen Questziel wird in Watts angezeigt. Erfordert 1. Erfordert Ausdauer 1. Ach so, Härte. Jetzt kannst du richtig einstecken. Du hältst sofort 10 Schadensresistenz. Langfinger. Deine flinken Finger und langen Finger machen Taschendiebstahl um 25% leichter. Eisefaust. Kanalisiere dein Chi, um einen zerstörerischen Hut zu entfesseln. Waffenlose Angriffe fügen deinem Gegner 20% mehr Schaden zu. So, hier, das können wir noch nicht. Was haben wir hier unten? Schatzsucher, du weißt, wie man die verborgenen Reichtümer des Rotlands kommt und findest mehr Kronkorken in Behälter. So, ich bin aber eher... Ja, wofür bin ich denn? Für Charisma. So. Annehmen. Zack. Aber Charisma 1 erhöht. Wie alt nix daran? Wir haben keinen mehr. So. Damit haben wir unsere Skills verbessert. Schrot, diverses. Smittel.
Kleidung, da wollte ich schon. Wir haben doch da ein Gammler-Outfit. Das ziehen wir jetzt mal an. Braucht ja nicht jeder wissen, dass wir aus Vault kommen. Ja, sieht doch schon nice aus.